Als nächstes auf der Bühne einen herzlichen Applaus für Eduard Meyer, bitte. Also am siebten Tag einfach auf seine faule Haut und er freute sich. Er
Er war einfach zufrieden mit seiner Arbeit. Und mancher freut sich ja schon, wenn er fehlerfrei bis 3 zählen kann. Gott freute sich hier aber ganz besonders. Er freute sich fast bis knapp an den Rand der Unendlichkeit. Denn er hatte, das wurde ihm erst jetzt so richtig bewusst, in der Zahl 7 als Pausezeichen hatte Gott die ersten natürlichen Zahlen erfunden. Nebenbei am Tage zuvor, dem 6. Tag, hatte er noch Otto erschaffen. Otto, ja richtig, nicht Anna, sondern Otto. Otto, das war der Mensch vor dem ersten Menschen. Also das Ei vor dem Ei, gewissermaßen der Zug vor dem ersten abgefahrenen Zug. Das allererste Ei. Aber Otto war trotzdem kein Ei, auch wenn Otto so klingt, wie ein Ei aussieht. Oder besser, wie die Schalen eines aufgeschlagenen Spiegeleis aussehen. Aber Otto war einfach nur Otto. Doch da erschien Mephisto auf der Bühne. Mephisto, die Schlange, und die Schlange meinte irgendetwas, meinte sie. Ja, die Schlange meinte etwas. Es war eine männliche Schlange, und männliche Schlangen neigen dazu, eine Meinung zu haben. Und sie glauben, immer diese Meinung anderen mitteilen zu müssen. Mephisto meinte, er müsste dem Weibe die Idee von den negativen Zahlen ins Ohr flüstern. Es ging der Schlange aber nur um Zauberei. Und es ging darum, was war, bevor nichts war. Doch damit schuf Mephisto nur falsche Vorstellungen, unerfüllbare Hoffnungen und unendliche Verwirrung. Es ging unter anderem, das sagte die Schlange natürlich nicht, es ging um Pferdefüße, Fußangeln und Hinterhältigkeit und nicht so sehr um Rindviecher und wie das Rindvieh oder besser wie die Rindviecher, die Pneumatik der Erdatmosphäre und so. Ja, irgendwie ging es um Rindviecher und Hornochsen, es ging auch um Elefanten, Ärsche. Mit dem selbstgemachten IQ, X-Größe 1,45, Einstein-mäßig und so. Keine Ahnung, keinen Durchblick, aber alles wissen will ich. Elefantenärsche, ach Quatsch, alles Lüge. Aber es gibt Dinge, die der zwischenmenschlichen Natur, die sind ein einziges Rätsel für einen Elefantenarsch. Also, hier steht jetzt, dass wir das Wort Elefantenarsch alle mal gemeinsam üben sollen. Elefantenarsch. Könnt ihr das mal nachmachen? Elefantenarsch. Elefantenarsch. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, euer, meins, mir am meisten, denn hier steckt wieder keiner was. Ein Rätsel, verstehe ich nicht. Ja, genau. Deshalb ist es ein Rätsel. Da verschwindet einer im Nichts und irgendwann werden es trotzdem immer mehr und immer mehr. Aber das war alles schon nicht mehr die Erfindung Mephistos. Geklaut vom Kollegen, das war Otto. Otto hatte nämlich friedfreudig frei die erste Maschine erfunden, den Otto-Motor. Ja, Otto hatte tatsächlich den Otto-Motor erfunden. Otto hatte einfach nur mir nichts, dir nichts von der Schöpfung angeregt, ein bisschen im Kontext der Schöpfung gestöbert. Ja genau, er hatte im Kontext der Schöpfung rumgestöbert, rumgekramt, er wollte über Stock und Stein und dabei hatte Herr Otto der Evolution diese klitzekleine Idee abgeluchst. Und was brachte Otto für seinen Automotor? Sprit, Sojabohnen, gute Gedanken. Nein, Otto brauchte für seinen Automotor lediglich höhere Mathematik kommt nicht dann ins Spiel, wenn man von normalen Wegen nicht mehr weiterkommt. Hier geht es um die 5. und die 6. mathematische Grundrechenart. Otto war nämlich ein genialer Mathematiker und Otto wusste, was zu tun sei. Und er zog Otto mit Hilfe der Potenzrechnung jeden Tag seine Wurzel aus einer neuen Nummer. Und wenn Herr Otto nicht gestorben ist und dann noch die Grünen an die Regierung kommen, dann bauen wir einen neuen Sackbahnhof und dann wird alles wieder auf Handbetrieb umgestellt. Ich bedanke mich. Vielen Dank.